Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Jurassic World Arizona. Wir bauen heute auf der rechten Seite vom Eingang weiter. Dort wird es dann auch ein bisschen bergiger. Und hier führt dann auch die Einschienenbahn durch einen Tunnel. Ich habe es ja mittlerweile schon öfter gesagt, bei solchen Arbeiten mit Höhenunterschieden macht es halt immer Sinn, zwischendurch mal zu speichern, falls man sich irgendwie was kaputt macht. Weil es gibt ja leider immer noch keine Rückgängigfunktion. Das würde ich mir noch sehr wünschen durch ein Update oder halt durch eine Mod oder sowas. Das wäre echt cool, dass man dann halt auch mal Fehler wieder zurück machen kann und dann nicht immer neu laden muss, weil das ist manchmal echt ärgerlich. Also manchmal musste ich echt schon große Sachen komplett neu bauen. Hier baue ich jetzt übrigens eine längere Besuchergalerie in den Berg rein. Das soll dann auch sowas wie eine unterirdische Station sein. Also die Einschienenbahn fährt ja da in den Berg rein und optisch sieht es dann halt so ein bisschen so aus, als wenn man dann auch unterirdisch, also in den Berg aussteigen kann. Und dann dort in diese Galerien reingehen kann. Die habe ich hier auch nochmal gedreht und dann nach unten dran gepackt. Jetzt seht ihr halt, dass es dann so eine größere Galerie ergibt. Habe ich jetzt auch viel rausgeschnitten, weil das viel Friemelarbeit war und dass es vom Winkel und so passt. Aber ihr seht ja das fertige Ergebnis jetzt. Und natürlich kommt gegenüber von diesen Galerien ein Gehege hin. Und dieses wird durch einen kleinen Wasserbereich dann vom Weg getrennt. Und natürlich auch noch durch einen extremen Höhenunterschied. Finde ich halt immer schöner, wenn man das so regelt, als mit einem Zaun. Und in dem Gehege wird es dann auch wieder sehr, sehr bergig mit verschiedenen Ebenen. Sieht immer sehr interessant aus, wenn man das einzeichnet. Aber sobald man das dann jetzt überglättet, dann nimmt es auch langsam Form an. Jetzt kann man schon so ein bisschen die Ebenen erkennen. Die werden gleich aber noch mehr ausgearbeitet. Und am Rand müssen wir natürlich einen unsichtbaren Zaun machen. Leider ist es aktuell so, dass es diese Mod, wo es halt so einen komplett unsichtbaren Zaun gibt, die wurde leider noch nicht geupdatet auf die neueste Version. Was ich sehr schade finde. Weil an so einer Stelle hätte ich gerne einen komplett unsichtbaren Zaun. Aber wir müssen uns halt jetzt mit dem normalen Zaun aus dem Spiel begnügen. Geht nicht anders. Ich habe tatsächlich auch versucht, mit diesem Free-Movement oder mit dieser Free-Movement-Mod den Zaun in den Boden zu versenken. Das geht leider auch nicht. Also bei den Felsen und so anderen Objekten kann man das ja machen. Das seht ihr ja jetzt gleich sowieso. Also das meine ich halt, dass man so Sachen einfach in den Boden versenkt. Geht mit Zäunen aber leider nicht. Man kann ein bisschen tricksen, indem man zum Beispiel so Container-Objekte nimmt und diese dann ganz, also in den Boden versenkt, sodass sie kurz... Ja, wie sage ich das denn jetzt? Kurz vor der Oberfläche quasi sind, also dass sie genau gerade im Boden verschwunden sind. Dann blockieren die Dinosaurierlaufwege trotzdem noch. Also damit kann man halt so ein bisschen tricksen, dann hat man so einen unsichtbaren Zaun. Ist halt nur nicht so eine entspannte Lösung wie jetzt die Zaunmod, wo man dann einfach einen unsichtbaren Zaun ziehen konnte. Ich hoffe, die wird echt bald gepatcht. Weil das Problem ist halt, dass die Dinosaurier jetzt zum Beispiel auch diese Schrägen und sowas hochlaufen würden. Da muss ich dann mal gucken, ob ich da dann überall noch diese Container hinmache, weiß ich nicht. Oder ob wir halt darauf warten, dass vielleicht noch die Zaunmod gepatcht wird. Müssen wir dann mal schauen. Vielleicht gucke ich dann am Ende nochmal, dass ich das korrigiere oder so. Aber jetzt in der heutigen Folge ist es dann halt so, dass die Dinosaurier dann teilweise dann auch mal auf den Klippen und so laufen. Aber ihr könnt ja ganz gut sehen, dass ich zumindest versuche, diese etwas höheren Stücke, wo halt die einzelnen Zaunabschnitte connecten, zumindest verdecke. Dass man dann nur diese Linie hat, dann finde ich das auch gar nicht ganz so schlimm. Aber das Ding ist halt, ich hätte normalerweise auch noch hier im Hintergrund diese ganzen Klippen im Gehege halt, die hätte ich auch noch alle mit Zaun abstecken müssen, weil jetzt könnte zum Beispiel da nach links diesen großen Hintergrundberg, den ich da eingezeichnet habe quasi, da können die Dinosaurier auch noch hochlaufen. Können zwar nicht mehr aus dem Gehege, aber sieht halt auch immer nicht so schön aus, wenn die dann so eine Schräge hochlaufen. Da muss ich dann mal schauen, dass ich das noch irgendwann korrigiert kriege. Ansonsten ist das hier natürlich gerade viel Felsarbeit, weil das Gehege halt viele Höhenunterschiede und Klippen hat.
Hier habe ich dann jetzt nochmal die oberste Ebene ein bisschen übergeglättet, wo die Dinosaurier dann drauflaufen können. Und da kommt auch ein Wasserbereich hin. Und natürlich auch wieder ein unsichtbarer Zaun. Bei dem habe ich mich aber jetzt mal entschieden, den komplett zu verstecken mit Felsen. Wollte ich aber auch nicht überall machen. Das hätte ein bisschen komisch ausgesehen. Aber ich fand es bei der obersten Ebene gar nicht so schlecht, wenn man es halt so löst. Und jetzt springe ich aus dem Gehege wieder zu dem Weg. Also das passiert ja öfter mal, dass ich ein bisschen hin und her springe. Hier baue ich auf jeden Fall ein ja, selber gebautes Geländer für die Besucher. Kombiniert aus diesen kleinen Betonbarrieren und aus den Lagunendekorationsobjekten. Da habe ich einfach diese weißen Schirme benutzt. War wieder auch viel Fleißarbeit. Aber das Gute ist, im Speedbuild kann ich es ja vielleicht rausschneiden oder im Videoformat. Deswegen geht es hier eigentlich immer ganz fix für euch. Und schon sind wir am Ende angekommen. Und jetzt mache ich direkt weiter mit diesen Deko-Objekten. Diesmal die anderen. Die sollten nämlich noch als Abstützung sozusagen für diese Galerie dienen. Habe ich dann halt immer so ein bisschen gedreht und dann dort einfach in den Berg hinein versenkt. Und schon sahen die halt aus wie so Stützen. Jetzt habe ich hier das Ganze nochmal korrigiert, dass es überall passt. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Beleuchtung hier mit in das Geländer eingebaut. Einfach bei jedem zweiten Betonpiller oder was das da ist, eine Lampe rein. Und dann habe ich noch so eine Beobachtungsgalerie genommen, diesmal andersrum als Eingang, dass man auch von unten dann nach da oben laufen kann, sozusagen, beiden Seiten. Und dann habe ich nochmal so Lampen genommen. Die sorgen nochmal für so ein bisschen indirekte Beleuchtung, weil die halt in die Wand scheinen. Das sieht ganz cool aus bei Nacht. Und dadurch sehen halt die Stützen auch nochmal ein bisschen schöner aus. Da haben wir dann auch nochmal dieses braune Holz- oder bronzefarbene mit drin. Und jetzt ging es wieder weiter mit Fleißarbeit. Nochmal so ein Geländer. Diesmal ein bisschen tiefer am Boden versenkt. Damit habe ich dann auch nochmal den Bordstein abgesteckt und nochmal ein bisschen schöner gemacht. Und dahinter habe ich dann nochmal diese grauen Felsen genommen. Die habe ich dann aber sehr, sehr tief im Boden versenkt, dass das nur so kleine Steinchen sind. Und die habe ich dann kombiniert auch noch mit ein paar beigen Wüstenfelsen. Und auch noch mit so ein bisschen Grün. Das war jetzt auch wieder super, super viel Fleißarbeit. Aber ich finde, sowas lohnt sich immer, wenn man sowas macht. Und hier sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Noch ein paar beige Felsen dazwischen. Und dann hier auch noch mal ein paar Felsen und Klippen. Oder Felsen auf die Klippe sozusagen. Was ich noch richtig cool finden würde, wäre, wenn es bei dieser Mod, wo man halt die Sachen komplett frei bewegen kann, dass man da das Objekt, was man in der Hand hat, auch einfach kopieren könnte in der gleichen Ausrichtung und dann halt öfter verwenden könnte. Das wäre super praktisch. Aber so ist es halt immer so, dass man die Objekte einzeln halt platzieren muss, ganz normal. Und dann kann man sie anklicken und bewegen. Da muss man die jedes Mal einzeln drehen und so. Und wenn man zum Beispiel so eine Beobachtungsgalerie über Kopf dreht, wäre es halt praktisch, wenn man die einfach kopieren könnte und dann mehrere nebeneinander platzieren könnte. Aber mal gucken, vielleicht wird die Mod ja noch mal ein bisschen weiter gepatcht. Ich mache hier auf jeden Fall gerade noch mal viel Landschaftsgestaltung, wie ihr sehen könnt. Der gesamte Park wird auch so ein bisschen bergiger werden. Ihr seht ja schon, dass ich die Landschaft so allgemein schon so ein bisschen anpasse.
Das wird auch Bereich für Bereich immer weitergehen mit der Anpassung. Hier oben über den Besuchergalerien ist leider immer so ein kleiner Wegpunkt entstanden, den musste ich dann auch mit Felsen überdecken. Weil das ist halt ganz normal, weil ich die halt einfach dort an der Stelle in den Boden versenkt habe. Das ist sozusagen der Anschlusspunkt von dieser Galerie. Da habe ich dann halt einfach mal so ein paar kleine Felsen drüber gemacht. Und ich musste dann natürlich auch wieder hier das Ganze weiterziehen. Aber auch hier an der Stelle könnt ihr ganz gut sehen, dass es praktisch wäre, wenn man halt diese Objekte einfach kopieren könnte. Weil so muss ich halt immer alles zumüllen mit den Objekten, die dann greifen. Es wäre halt praktisch, wenn ich einfach eins davon platziere und dann ganz, ganz viele hintereinander dort platzieren kann, wie ich möchte. Dann müsste ich auch nicht immer hin und her switchen zwischen dieser Mod und dem normalen Jurassic World Evolution zum Bauen. Aber gut, ich will mich nicht beklagen. Ist schon cool, dass man so viele Möglichkeiten durch die Mod bekommt. Hier auf der Rückseite habe ich dann auch schon mal so einen Tunnel rausgemacht von der Einschienenbahn. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zwischen dem Eingangsbereich und dem neuen Bereich auch noch zwei Besucherläden zu machen. Die habe ich jetzt hier auch ein bisschen angepasst. Die haben sich später noch ein bisschen mehr abgeändert. Also es war jetzt hier noch nicht die perfekte Bearbeitung, die ich hier gemacht hatte. Und dann habe ich nochmal wieder Bordsteine abgesteckt. War eigentlich immer das gleiche Prinzip. Ja, jetzt könnt ihr es genau sehen, was ich meine. Also man muss halt immer alles einzeln so platzieren und dann kann man die erst verändern. Ist halt noch nicht ganz so praktisch. Hab dann aber auch noch Lampen dazu platziert. Die habe ich auch so ein bisschen tiefer in den Boden versenkt, dass nur so ein bisschen diese Lampe rausguckt aus dem Geländer. Und dann einfach im Abstand von drei solcher Barrieren immer eine Lampe platziert. Sieht dann bei Nacht auch nochmal cool aus. Und das sind halt auch so diese kleinen Details, die dann viel ausmachen, glaube ich, wenn man da in Besucherperspektive langläuft. Und jetzt ging es wieder zurück an das Gehege. Das müssten wir nämlich auch noch fertig gestalten. Ihr könnt jetzt schon sehen, was da reinkommt, nämlich ein Fleischfresser. Hier platziere ich erstmal ein paar Futterspender, den Ziegenfutterspender schön versteckt. Den müssen die Besucher ja nicht unbedingt sehen. Und auch noch weitere Wasserbereiche. Die konnten ja immer eher klein nur sein, weil wir halt nicht so viel Oberfläche dafür hatten, wo wir die gut platzieren können. Jetzt den Berg in der Mitte noch mal ein bisschen höher und felsiger. Dann habe ich auch mal viel mit dem Terrainpinsel noch rumgepinselt und natürlich auch noch einige Bäume und Büsche durften nicht fehlen. Bei den Bäumen habe ich halt versucht, so viele Bäume wie möglich mit dem Pinseltool einzuzeichnen. Aber das geht leider nicht immer an jeder Stelle. Gerade da, wo der Zaun oder so in der Nähe ist, funktioniert das dann immer nicht gut. Und dann habe ich halt im Endeffekt auch noch viel nachgeholfen mit also selbst platzierten Bäumen. Das ist dann halt auch noch mal ganz cool, dass man die Größe der Bäume gut anpassen kann, indem man die einfach in den Boden so ein bisschen versenkt. Aber es ist halt für die Performance von dem Spiel und dem Park immer besser, wenn man so viele Bäume wie möglich mit dem Pinseltool macht, glaube ich. Weil die zählen dann nicht als einzelne Objekte. Aber aktuell habe ich halt noch gar keine Probleme. Und auch bei den letzten Parkbauprojekten hatte ich nicht so krasse Probleme. Ich habe jetzt auch nicht geplant, dass hier dieses Projekt irgendwie 8 Folgen oder so geht. Also es wird jetzt kein mega riesiger Park. Ich schätze, das wird wieder so 4-5 Folgen lang oder sowas. Also ein bisschen größer als das letzte Projekt. Aber dann mal schauen. Dann soll es eigentlich soweit fertig sein. Und in das Gehege kommen zwei Acrocanthosaurus. Einmal mit diesem wunderschönen Skin. Oh, wie cool das aussieht hier mit der Beobachtungsgalerie. Und dann ist noch einer, den müssen wir mal eben holen. Der ist auch ähnlich, aber ein bisschen anders von der Farbe. Aber beide sehr passend, wie ich finde. Und dann kann man halt als Besucher hier
entlanglaufen und dann dort hochschauen. Aber das ist halt das, was ich meine. Also die können jetzt aktuell halt hier noch die Berge und Klippen hochlaufen, was nicht so cool ist. Das werde ich aber später dann noch fixen. Also das wäre halt cool, wenn wir das hier noch abstecken, dass sie dann wirklich nur auf den Bereichen laufen, hier halt, wo sie halt laufen sollen. Aber Leute, das soll es jetzt mit der heutigen Folge von unserer Jurassic World Arizona gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst ein Like da und lasst gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus da, das wird mir sehr helfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und wir schauen uns jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen an.